So, wir haben ihn besiegt und jetzt kommen die Quellen zu uns. Joa. Hier haben sie endlich geschafft. Wir haben Manfred besiegt und den schwarzen Schrecken. Alles ist wieder gut. So. Feuerwerk, yay. Uhu. Und das ist Dankwarts Schloss. Hey, das kennen wir doch. Wie gesagt. Ah. Schönes Feuerwerk. Das Schloss wird angegriffen. Bringt euch in Sicherheit. Wenn ihr missversteht das, das geschieht alles zu euren Ehren. Zu meinen Ehren? Welcher Unmut hat herausgefunden, dass wir wieder hier sind und bombardiert uns jetzt mit sein? Das ist kein Bombardement, Granny, das ist nur ein Feuerwerk. Ich will auch egal, ob Bomben oder Feuerbälle, Angriff ist Angriff. Und die ganzen Leute, die hier rumstehen, geben einen Auskunft, welche Sidequests man gemacht hat. Was machen denn eigentlich diese ganzen Leute hier? Sie sind gekommen, um ihre Dankbarkeit auszudrücken. Und wie es aussieht, haben wir alle gemacht. Alle so abgeschlossen, dass alle da sind, sagen wir es mal so. Dankwart, ich habe euch doch gesagt, dass er es nicht kapieren wird. Wie denn, wo denn, was denn? Das ist sein Lieblingsspruch. Granny, wir wollten euch mit diesem Fest überraschen. Offensichtlich ist uns das geglückt. Kann man wohl sagen. Ich hatte mich gerade etwas ausgeruht und von Warnfried geträumt und dann wurde ich von diesem Lärm geweckt. Yay. Alle Gäste, die sich heute hier versammelt haben, haben euch viel zu verdanken. Wir haben sie kaum alle unterbringen können. Seht sie euch an, Granny. Nur wenige Sterbliche vollbringen in ihrem Leben so viele Heldentaten wie ihr in den letzten Wochen. Kann man wohl sagen. Oh weia. Das tut mal richtig gut. Nach den ganzen Strapazen der letzten Zeit ist wirklich einiges zusammengekommen. Genießt den heutigen Abend, Granny. Feiert und lasst euch feiern. Schon morgen beginnt für euch wieder der Ernst des Lebens. Wie darf ich denn das verstehen? Ich dachte, Libra und ich könnten morgen nach Hause reisen. Unser Familienleben ist in der letzten Zeit etwas zu kurz gekommen. Daraus wird wohl nichts. In Falkenburg herrscht teilweise noch recht chaotische Zustände. Die müssen erst einmal bereinigt werden. Na und? Das ist doch nicht unsere Sache. Lasst Leute das erledigen. Libra und ich haben uns jetzt etwas Urlaub verliehen. Keine Sorge, ich habe vor Störungen im Raumzeitgefüge gesprochen. Ich habe von Störungen im Raumzeitgefüge gesprochen. Da könnt ihr mir ohnehin nicht helfen. Ich kann unmöglich den Wiederaufbau Falkenburgs organisieren und gleichzeitig Warnfrieds Verfehlungen ausbilden. Davon abgesehen bin ich sowieso etwas eingerostet, was diese Regierungsgeschäfte angeht. Eigentlich war ich darin noch nie besonders gut. Moment mal, worauf wollt ihr hinaus? Gleich nach eurer Abreise nach Königsberg habe ich einen Boten zu Kaiser Kuno geschickt. So, und ich hatte keine Kinder. Die Linie der Senkelbrachs endet hier. Da habe ich mich erlaubt, euch zu adoptieren, damit ihr mein Erbe und Nachfolger werdet. Jetzt mach den Mund wieder zu, Schatz. Du hast Dankwart doch sowieso schon immer wie ein Papi behandelt. Aber ich hab doch so doch überhaupt keine Ahnung von solchen Dingen. Ich hab's lieber einfach mit klaren Fronten. Du packst das. Das packst du schon, Schatz. Du hast ja noch etwas Zeit, um dich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Stimmt auch wieder. Na gut, Dankwart, ich bin einverstanden. Papa. Hervorragend, mein Sohn. Dann will ich dir auch gleich mitteilen, dass ich mich entschieden habe, hier und heute mein Amt an dich abzutreten. Morgen arbeiten wir dann erstmal daran, dass ihr beide eure Gesichtszüge unter Kontrolle bekommt. In 3 Tagen wird Kaiser Kuno nebst Gefolge hier eintreffen. Bis dahin muss das halbwegs sitzen. Was war das? Was war denn das? Das war Malta. Sie hat sich sicher wieder in die Windeln gemacht. Ich gehe die mal schnell wechseln. Nicht so stürme, Schatz, sonst drückst du dich ja auch immer. Ich übernehme das. Bevor ihr Onkel Dankwart hier allein mit euren Gästen hocken lasst, mache ich das. Du hast doch überhaupt keine Übung darin, Tarius. Ihr zwei doch auch nicht. Da hat er recht. So, jetzt müssten die Credits kommen. Ja. Joa. Und nach dem Credit kommt noch eine besondere Szene.
Malto ist das Ende so ähnlich. Da sagt er, glaube ich, den gleichen Spruch, also nicht viel Unterschied. Bug, Korrektur, Story, Design, MIDI-Bearbeitung, GS and SDS. Ach, das lese ich nicht vor. Lest es euch durch. Guck, Artifacts kommt euch bekannt vor. Oder mal gucken, was da noch so kommt. Spiele, wenn man erst wie gesagt. Die anderen kenne ich nicht mal, deswegen kann ich das dazu nicht sagen. Internetseiten. fpgmarker.com, fpg 2000, ncs germany, philo mortis, fpg2knet, whatever, -online.de, kenne ich nicht. Da kenne ich gar nichts von. Charsets, ASCII, standardisiert, Soundeffekte, sounddocs.com. Okay. Und was kommt jetzt? Verwendete Musik. Spiele Castlevania sogar. Daggerfall, Privata, Ultima 8, Final Fantasy, Heretic, Hexen, Resident Evil, Kingdom Hearts, Duke Nukem, Lufia, Seiken Densetsu, The Legend of Zelda. Musste ich irgendwie, naja, hab ich mal eigentlich hier X3 erwähnt. Filme, Alien, Batman, Blade Runner, Halloween, Terminator, Psycho, wusste ich, Colin, Komponisten, Kaiof, ach, okay. Es ging mir nur darum, dass mir manche Sachen bekannt vorkamen. Und die Szene, wo die Psycho gesagt hatte, dass die Musik muss dann auch dann von Psycho gewesen sein. Ja. Kati kommt zum Beispiel auch schon mal vor. Noch irgendwas von den Sachen da? Mal gucken. Mal gucken. Artifacts, wie gesagt. D-D. Boah, kreativ. Nö. Mir kein bekannter Name dabei. Aus dem Spiel. Inspirationsquellen. Okay. Vielleicht ein Name, wie war die? E.T.A. Hoffmann. Stephen King war klar. Filme. Batman, The Haunting, Sleepy Hollow, Untouchables, oder Herr der Ringe? Was könnte denn aus Herr der Ringe gekommen sein? Das schwarze Auge, das soll voll gut sein, aber ich hab's nie gezockt, genau wie Fallout oder Final Fantasy. Danke an meine Freundin. Wäre Geduld, ach, das ist egal. Für alles, ja nie. Ebenso. Malex. Dings hier, für Vampire Storm ist der zuständig gewesen. Aber doch, ich dachte, er wird mit Doppel-X geschrieben. Dachte ich echt, Malex mit Doppel-X? Ja. So, Ende. Kommt die Nachtzähne von selbst? Wo muss ich Enter drücken? Ah ne, der Vorhang schließt sich. Aber jetzt kommt noch eine Special-Szene. Ja. Joa.
91 Mal Spiel gespeichert, 122 Kämpfe ausgetragen. Oh. Ja. Ja. Wer könnte das sein? Maltua. Ja. Damit verabschiede ich mich von dem Let's Play unterwegs im Süßerburg. Es ist ja jetzt zu Ende und wahrscheinlich morgen werde ich dann mit Legacy of Kain Soul Reaver beginnen. Vielleicht auch erst Freitag. Auf jeden Fall seid gespannt, wenn ich mein neues Let's Play gestartet habe. Ich bin euer MK Indiana Jones.